Bei den pro-palästinensischen Protesten an mehreren US-Universitäten hat es weitere Zusammenstöße, Festnahmen und Räumungen gegeben. An der Universität von Kalifornien in Los Angeles lieferten sich hunderte Polizisten und Demonstranten gewaltsame Auseinandersetzungen, als Einsatzkräfte ein Protestlager räumten. Auch an zwei New Yorker Hochschulen gab es erneut Festnahmen. Unterdessen haben sich auch in Europa Studenten den pro-palästinensischen Protesten angeschlossen. In Frankreich etwa besetzten sie Gebäude an mehreren Elite-Universitäten. In den Vereinigten Staaten gibt es Gruppen junger Menschen, die ablehnen, dass dies in unserem Namen passiert, die die aktive Komplizenschaft der französischen, der amerikanischen, aller westlichen und sogar einiger arabischer Regierungen ablehnen. Diese Länder unterstützen aktiv oder passiv diesen Genozid. Deshalb mobilisieren wir und folgen dem Beispiel unserer Kommilitonen in den USA. Sie haben klein angefangen, mobilisieren jetzt an 100 Universitäten in den USA. Das Gleiche wollen wir in Frankreich. Die Hauptforderung der Studenten ist dabei ein Waffenstillstand und ein Ende der in ihren Augen einseitigen Unterstützung Israels im Nahostkonflikt. Außerdem fordern sie ihre Universitäten auf, alle finanziellen Verbindungen mit Israel zu kappen und gemeinsame Forschungsprojekte zu beenden. Es gibt vier Partnerschaften mit israelischen Universitäten, der Universität Tel Aviv, der Hebräischen Universität Jerusalem, der Ben-Gurion-Universität und der Reichmann-Universität. Alle vier kooperieren mit dem israelischen Militär, mit dem israelischen Staat, der Militärprogramme und Stützpunkte betreibt. Heute sagen wir, wenn wir Druck auf Israel ausüben wollen, den Völkermord zu beenden, dann müssen wir diese Zusammenarbeit beenden. Auch in Mexiko, dem Irak, Australien und weiteren Ländern solidarisierten sich Studenten mit den Palästinensern und ihren Kommilitonen in den USA. Sie prangern die steigende Zahl von Toten im Gazastreifen durch den Krieg zwischen der radikal-islamischen Hamas und Israel an.